Hallo. Hallo Gerda, wir haben uns ja heute hier getroffen, ganz zufällig, aber du bist ja nicht ganz freiwillig hier, sondern ich denke auch von der Stadt. Naja, sagen wir, freiwillig bin ich auf jeden Fall hier, aber ich bin natürlich einmal da, um unsere Klimaschutzleute zu besuchen, die sich mit dem Stand hier präsentieren. Und dann nutze ich eigentlich immer, wenn ich kann, wenn ich die Gelegenheit habe, wenn irgendwo eine dieser schrecklich mit parkenden Autos vollgestellten Plätze frei ist oder Straßen, das dann zu sehen, wie toll sieht es hier in der Marktlaubenstraße aus und auf dem Brandplatz. Auch ist es immer toll, wenn Fluss mit Flair in der Löberstraße ist. Da sieht man, hässlich machen unsere Städte die parkenden Autos in erster Linie. Unabhängig jetzt davon, dass wir natürlich die Verkehrswende wollen, dass wir weniger Lärm wollen und diese andere Fortbewegungsart, um CO2 zu sparen und um auch den Menschen den Platz zu geben, der ihnen zusteht. Und das ist immer eine tolle Gelegenheit, das so ein bisschen zu erleben. Wir haben den Verkehrsentwicklungsplan, wo man auf Gießen direkt Ideen einbringen kann, was man hier in Gießen im Bereich Verkehr noch verbessern kann, die Idee mit einzubringen. Und über den QR-Code kann man dann eben direkt auf die Seite springen und die Idee einsparen. Thank you.